Der Reiche, der 1000 Jahre alt werden wollte. Vor langer Zeit lebte einmal ein Reicher. Alt und hinfällig war er, denn längst hatte er die Schwelle zum Greisenalter übertreten. Sterben aber wollte er nicht. Er liebte nämlich seine Schätze allzu sehr und suchte noch immer das Glück in der Welt. Darum wollte er noch viel älter werden, um seinen Besitz erst recht genießen zu können. Aber auch er konnte sich dem Naturgesetz nicht entziehen. Alle, die zum Leben geboren sind, müssen altern, Schmerzen erdulden und am Ende sterben. Es gibt niemanden, der diesem Gebot entgegentreten könnte. Der Reiche jedoch verstieg sich in einen einzigen übermächtigen Wunsch. Er wollte den Todeskönig beschwören und ihn bitten, sein Leben zu verlängern, dass er es noch lange, lange genießen könnte. Eines Tages befahl er den Dienern, alles herbeizubringen, was man zur Geisterbeschwörung braucht. Als die Nacht herabgesunken war, kniete er nieder und sprach die uralten Zauberformeln. Und die Kraft seiner Gebete bewirkte, dass der Todeskönig sich zum Zwang beugen musste. Er konnte nicht mehr unsichtbar bleiben, offenbarte sich dem Betenden und fragte: »Was ist dir schön, dass du es wagst, mich zu stören und mir befiehlst, hier vor dir mich zu enthüllen?« Der Reiche stieß seine Stirn in den Staub und antwortete: »Ich möchte von dir eine Gnade erflehen. Bitte, nimm mir nicht das Leben!« »Aber du hast die Zeit der Rückkehr bereits erreicht. Sprich, wie alt bist du?« So fragte der Todeskönig, und der Reiche antwortete: 80 Jahre beträgt mein Alter, aber ich mag noch nicht sterben. Diese Welt will ich länger noch betrachten.« Der Todeskönig hörte die Rede und entgegnete: »Was veranlasst dich, diesen Wunsch zu haben? Schon lange lebst du auf der Erde. Wie kommt es, dass du nicht müde bist? Denn es gibt viele Menschen, die noch jung sind und doch des Lebens bereits überdrüssig. Sie tragen noch nicht die Leiden des Alters und doch nehmen sie Gift und sterben aus freiem Willen. Du aber liebst die Welt noch immer so sehr.« »Ich habe viele Schätze zusammengebracht. Noch hatte ich kaum Zeit, mich meines Reichtums zu freuen. Darum bitte ich dich, hilf mir. Schieb meine Todesstunde hinaus, damit ich noch ein Weilchen bei meinem Golde verweilen kann.« Der Todeskönig hört es und denkt: »Dieser Mann liebt den Schätze so sehr, dass er alles darüber vergisst. Er denkt nicht daran, dass die Welt im dauernden Wandel ihr Gesetz erfüllt und dass alle Güter der Erde vergänglich sind.« Abermals wendete er sich an den Reichen und fragt: »Du glaubst also, dass dein Leben noch immer lebenswert ist und du der Welt noch lange nicht überdrüssig sein wirst?« Der Reiche bejahte. »Wie alt willst du denn werden?« »Ich will 1000 Jahre alt werden.« »Bist du ganz sicher in deinem Herzen, dass du vor Ablauf der 1000 Jahre noch nicht müde der Welt und des Lebens sein wirst? Wenn du ganz sicher bist, so werde ich deine Bitte gewähren.« Der Reiche bejahte abermals. Nun sprach der Todeskönig: »So nimm hin, ich bin es zufrieden. Du sollst 1000 Jahre leben. Aber wenn du vor Ablauf der Frist überdrüssig der Welt und müde des Lebens wirst, so darfst du nicht sterben. Und versuchst es so auch, dir selbst das Leben zu nehmen, du wirst nicht sterben, bevor die 1000 Jahre vergangen sind. Der letzte Tag des Jahrtausends, das ist dein Todestag. Bewahre meine Worte in deinem Herzen.« Der Reiche hörte sein Urteil mit frohem Sinn. Schnell nahm er alle Bedingungen des Todeskönigs an. Aber dann dachte er: »Wenn ich 1000 Jahre lebe, wird mein Körper alt und gebrochen sein.
Mein Rücken wird krumm gezogen, erstarren. Dann werde ich keinen Gewinn haben von meinem Leben. Darum sagte er zum Todeskönig: Nur um eine Sache will ich dich noch bitten. Es ist natürlich, dass das Alter die Menschen beugt und ihre Kraft verzehrt. Du hast mich gesegnet mit einem langen Leben von 1000 Jahren. Wenn aber mein Körper kraftlos geworden ist, kann ich keinen Nutzen mehr ziehen aus meinem Leben. Darum bitte ich dich um deinen Segen. Lass meinen Körper in Jugendfrische erstrahlen und lass mich nicht altern die ganze Zeit meines Lebens. Der Todeskönig erfüllte auch diesen Wunsch. Dann war er verschwunden. Da ging ein Ziehen durch den Körper des Reichen, und neue Kraft stieg auf in seinen Gliedern. Als Jüngling stand er auch wieder da. Der Reiche wusste sich nicht zu lassen vor Freude. Unermesslich glücklich war er im Rausch des Silbers und Goldes und im Genuss der Liebe seiner unzähligen Frauen. Wie im Traum ging er umher und genoss alle Vergnügungen des Lebens. Die Zeit verging, der Reiche alterte nicht, und bald war er 200 Jahre alt. Inzwischen hatte sein Vaterland sich verändert. Viele Male zog der Krieg darüber hin. Die Städte wurden zerstört und wieder aufgebaut, in mehrfachem Wechsel. Wo das Haus des Reichen gestanden hatte, lag nun ein blutiges Schlachtfeld. Der Reiche hatte ein höchst wechselvolles Schicksal gehabt. Manchmal war er oben auf gewesen und manchmal unterdrückt und arm. Alle Freunde starben ihm fort im Wechsel der Lebensalter. Mehrmals hatte er das Land verlassen müssen auf der Suche nach Arbeit, nach neuen Freunden, nach neuen Frauen und Söhnen. Denn sie alle hatten des Todeskönigs Segen versäumt und mussten hinsinken und sterben, wenn die Reihe an sie kam. Nur der Reiche allein blieb jedes Mal übrig und behielt aus der Gnade des Todeskönigs sein Leben. Schließlich war das 3. Jahrhundert seines Daseins vergangen. Noch viele Male hatte sein Schicksal sich gewandelt. Er musste im Kriege kämpfen, wurde von seinen Söhnen und Frauen getrennt, und alle um ihn waren gestorben. Er wusste nicht mehr, wie oft. Leid und Kummer musste er erdulden, für Glück und Freude. Jammer und Sorge für frohe Stunden, Armut für Reichtum, Krieg für Frieden. Viele, viele Male. Endlich war ihm das Leben schal geworden. Und er wollte sterben. Er enthielt sich der Speisen, trank Gift und versuchte sich auf die verschiedensten Arten ums Leben zu bringen. Aber er starb nicht. Was er auch tun mochte, er starb nicht, denn der Todeskönig hatte gesprochen: Du wirst sterben, wenn dein Alter die 1000 vollendet hat. Noch 700 Jahre lang vor ihm. Und schon konnte er keinen Tag mehr ertragen. Die Zeit war so langsam vergangen und die verzehrende Lebensmüdigkeit verhunderttausendfachte sein Leiden. Nur sterben wollte er und endlich ruhen. In den 300 Jahren seines Lebens hatte er alles gesehen, was die Welt zu bieten hat. Nun verstand er das Gesetz des Daseins. Nichts ist dauerhaft im Leben. Nichts Sicheres gibt es auf Erden. Er war älter geworden als alle Menschen auf der Welt. Er war wohlhabend gewesen und ein Dienstmann. Sein Schicksal hatte ununterbrochen hin und her geschwankt. Jetzt, nach 300 Jahren, saß er wieder in Reichtum, hatte Söhne und Frauen die Menge, Diener, Schätze, Silber, Gold, Elefanten, Pferde, Rinder und Büffel, viele, viele. Aber er hatte keine Freunde mehr am Besitz und
weil er die Vergänglichkeit des Reichtums kannte, schien ihm all sein Gut wie der Besitz eines Fremden. 300 Jahre alt war er, und das Leben barg kein Geheimnis mehr für ihn. Aber er konnte nicht sterben, denn er sollte erst noch auf den Tag genau 1000 Jahre alt werden. Müde schloss er seine Augen. Er wollte nichts mehr sehen von der Welt. An nichts anderes konnte er mehr denken als an das Sterben. Er suchte nach einem Weg, aus der Welt zu gehen. Schließlich hatte er die Lösung gefunden. Er wollte eine Höhle schaufeln lassen zum Schlafen. Dort wollte er seinen Todestag erwarten. Als die Höhle fertig war, legte er sich darin zur Ruhe. Vor der Höhle ließ er eine Tafel anbringen mit einer Inschrift: Dies ist die Wohnung eines Mannes, der 1000 Jahre alt werden wollte, lange vor der Zeit aber der Welt müde geworden ist und deshalb diese Höhle als letzte Ruhestätte erwählt hat. Bitte lasst ihm die Ruhe und stört ihn nicht. Dann ließ er die Höhle verschließen, und nun wartete er auf den Tod, und die 1000 Jahre sind noch immer nicht um. Die Welt ist wieder anders geworden, aber wie sie auch sein mag, der Mann in der Höhle will nichts davon wissen. Das Ding, das er am meisten herbeisehnt, ist der Tod. Auf seinem Lager in der dunklen Höhle ausgestreckt, wartete er auf die Erlösung von der hunderttausendfachen Qual des allzu langen Lebens.